Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Ich habe gerade eine Durchsage verpasst, denn irgendwie fährt Uber nicht dahin, wo ich hinfahren will, und zwar Sendlinger Tor, die Farmroute. Heute ist C-Day, Tag Nummer 1. 29 Minuten, what the fuck? Wie komme ich jetzt in die Innenstadt? Nee, ernsthaft, Mann, wie? Jemand will nicht, dass wir den C-Day spielen. Wir sind eh schon ein bisschen spät dran, aber... ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt in die Stadt kommen soll. Bleibt dran. Wir sehen uns, wenn ich es irgendwie in die Stadt geschafft habe. Was ist die Durchsage? Fuck my life. Leid. Da kommt, glaube ich, ein Bus. Das ist so ein Tor-Ding. Das habe ich mal angereicht als Puckstop. Ist in Bearbeitung, ist aber noch nicht durchgekommen. Problem ist, das ist in derselben Zelle wie dieser Block. Das ist schon ein Stop. Aber den kann man verschieben eigentlich. Also der ist halt genau an der Ecke, aber das ist ja das alles, ist der bunte Block. Also rein theoretisch kann ich es auch hierhin verschieben und das würde reichen. Und falls der dann durchkommt, wäre das dann ein Stop. Aber ja, es kommt ja nichts durch. Es ist 11 Uhr, Leute. Und wir sitzen im Bus. Es kann noch eine Weile dauern, bis wir ankommen. Ich habe schon mal Glücksei angemacht, weil jetzt kommen die ganzen Freundschaften rein. Wir haben es immer noch nicht dahin geschafft, wo wir hinwollen. Aber in 2 Minuten kommt die U-Bahn, irgendeine, und ein 100er Kindwurm ist reingekommen. Zum Glück ist es ein Stundenspawn, noch 47 Minuten. Und ja, wir kommen um 58 an, 12.17 Uhr, Berge ja die Spawn. Wir kommen um 11.58 Uhr an. Also selbst wenn irgendwie Wetterwechsel ist, würden wir noch rechtzeitig kommen. Ja, ich freue mich. Genau das, was ich haben wollte. Leiden, Leute. Das Kindwurm war nicht da. Es war eine Fehlmeldung. Oh, schade, das ist nämlich das Einzige, was ich von diesem C-Day-Wochenende haben will. 100er Kindwurm. Hoffentlich kommt noch eins rein. Wetter ist sogar windig. Aber leider. Wie leidend, Alter. Heute ist echt ein leidender Tag. Obwohl gestern Freitag der 13. war. Ich habe einen Labgas gemacht. Rocket Stop. Vielleicht muntert uns das ja auf. Knapp. Das ist der knappeste, den ich jemals hatte. Oben noch 2 Werte dazu. Oh, schade. Das war echt knapp. 14.15 Uhr. Die 3 Stunden mit den Boni sind vorbei und mit den extra Spawns. Es gibt immer noch die C-Day Spawns, aber natürlich schwächer. Wir schauen uns mal meine Ausbeute an. Leider kein 100er Kindwurm und ist auch kein weiterer dazugekommen. Ich habe 2 Shiny Bummels und 3 Shiny Kindwurm. Der Rest wollte nicht in Shiny kommen. Aber die sind alle schlecht, ja. Schauen wir mal, vielleicht kommt noch ein 100er rein. Ich bleib auf der Lauer. Alter, was geht, Leute? Willkommen zu Tag 2 vom C-Day-Wochenende. Ich weiß gar nicht, wo wir gestern aufgehört hatten. Aber ihr müsst wissen, ich war die letzten paar Tage krank. Und gestern extrem. Also ich bin um 16 Uhr irgendwie heim. Ich konnte nicht länger aushalten und habe mich ins Bett gelegt. Es ist kein Kindwurm 100 reingekommen danach. Zum Glück, weil ich lag eh im Bett. Aber ich wäre bereit gewesen, aufzuspringen für eins. Aber ich hatte schon gehofft, dass keins mehr kommt, leider. Weil ich war echt nicht mehr in der Verfassung dafür. Heute geht es mir wieder ein bisschen besser. Dementsprechend schneiden wir, glaube ich, beide Tage zusammen zu einem Video und das kommt hoffentlich Sonntagabend noch, weil Samstag kam kein Video. Leiden, Mann, leidend. Ausbeute gestern war nicht so gut. Also erstmal kam kein 100er Kindwurm rein, was halt sehr schade ist, weil wir hatten Wetterboost und gestern war halt Kindwurm geboostet und heute halt nicht. Also heute ist die Wahrscheinlichkeit, dass da reinkommt, eigentlich gleich null. 5 Shinies, glaube ich, nur Kindwurm und Bummels, obwohl ich natürlich alles angeklickt hatte. Ihr könnt gerne unten in den Kommentaren schreiben, wie viele Shinies ihr bekommen habt und was so eure Highlights waren. Wir nutzen jetzt die 3 Stunden und dann haben wir noch einen Glückstausch mit einem Kollegen.
entwickeln ein paar Sachen und vielleicht kommt was Krasses rein. AKA 100er Kindwurm. Kleines Update nach einer Stunde. Wir müssen noch 2 Stunden aushalten. Wird tough. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, 2 Scheins. Ja. Ein Chalast, den werde ich wegschmeißen. Und einen Kittel, den werde ich wahrscheinlich auch wegschmeißen. Ich werde wahrscheinlich alle Shinies. Oh, 928, den vielleicht nicht. Aber die anderen werde ich wahrscheinlich alle wegschmeißen. Ich habe mal Sierra besiegt. Immer noch auf der Jagd nach einem Shiny Crypto Sneeble. Der letzte, der mir noch fehlt. Und. Ist natürlich bisher auch kein 100er Kindwurm reingekommen. Ist momentan gar kein 100er reingekommen, aber. Warte. Nee, leider nicht. Das hat was mit dem Problem gestern zu tun. Anscheinend hat das mit den Spawn-Veränderungen letztens, was Nancy da eingeführt hatte, dazu geführt, dass ja irgendwie was nicht mehr korrekt funktioniert. Es ist 14.02 Uhr. Seedale-Tag Nummer 2, zumindest die Boni, sind vorbei. Wir können nochmal auf Schilland gehen, denn das ist meine Ausbeute. Heute nur 3 Chillast, ein Knackleon, ein Hydropion, ein Trassler und ein Quiekel. Also heute 7, gestern 5, macht gesamt 12. Aber nichts davon ist irgendwie relevant oder interessant. Ich habe ja jeden Seedale mitgespielt und da auch jeweils 5 bis 10 Shinies bekommen, also mehr als genügend. Haben will die eh keiner. Ein 100er Kindwurm ist natürlich nicht reingekommen, aber heute ist eh so unwahrscheinlich. Wir müssen noch ein paar Runden drehen für die Geschenke und dann treffen wir uns auch mit dem Kollegen und dann packe ich es auch, glaube ich, heim, mache das Video hier und ruhe mich aus, weil ich bin echt krank, Alter. Auf dem Weg zum Glückstausch nochmal schnell Sierra besiegt. Zeit für ein Shiny, Alter. Go, go, go. Go, go, go. Einer Stein. Auch wenn man inzwischen genug davon hat. Außerdem habe ich eh nichts zum Ende können, außer mein 100er Lichtel. Schade. Wir sind fertig mit dem Tauschen. Haben sogar noch ein Terrakium Raid mitgenommen, aber nichts Besonderes. Ich bin echt K.O., Alter. Ich muss heim und pennen. Aber jetzt auf dem Heimweg, also hier muss ich runter in die U-Bahn. Genau da die Straße runter. Nein, kein 100er Kindwurm, es ist nur ein 98er. Aber der ist halt echt vor der Tür, also nicht vor der Tür, vor den Füßen. Deswegen schnappe ich mir den. Glückstausch habe ich hier, glaube ich, hoffentlich nebenbei eingeblendet. Shiny Lucky Tentach habe ich jetzt abgehakt. Fehlen noch 68. Hier sind gleich 3 Kindwurm. Einen habe ich schon gefangen, der hatte WP 14. Das war der sicher nicht. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel WP der hat. 690 könnte schon der gewesen sein. Sprich, nicht shiny, schade. Und? Schauen wir doch mal. Das war er, 98. Attack 15, nicht shiny, nicht 100. Aber wie gesagt, wenn er schon direkt vor den Füßen spawnt. Und der andere, oh, der andere ist weg, den will ich noch fangen. Ja, und da bin ich wieder, Leute. Nach einem Nickerchen geht es mir auf jeden Fall besser. Alter, ich war das letzte Mal, wo ich krank war, 2012 oder so. Also ich bin eigentlich echt nie krank. Was halt echt schade ist, weil ansonsten wäre dieses Wochenende echt chillig gewesen. Relativ gutes Wetter. Es war sogar heute recht warm. Konnte man auf jeden Fall sehr gut ausnutzen. Ich habe mich jetzt halt durch die 3 bzw. 6 Stunden mit dem Boni gequält. Die Ausbeute habe ich euch, glaube ich, schon gesagt. 12 Shinies, heute 7, gestern 5. Nichts Besonderes. Also was heißt Besonderes? Ich meine, man hätte so oder so nichts Besonderes bekommen können. Außer irgendwie ein 100er Shiny oder so. Was nicht unmöglich ist. 3 Chillast, ein Knackleon, 3 Kindwurm, 2 Bummels, ein Quiekel, ein Trassler und ein Hydropi und ein Knackleon. Es kamen heute noch ein paar 98er Kindwurm rein, aber leider nicht mehr der 100er. Ich meine, 2 Stunden hätte ich noch Zeit. Vielleicht kommt ja noch einer. Man weiß es echt nie. Aber hey, im Großen und Ganzen kann man sich natürlich nicht beschweren. Man konnte noch die Pokémon entwickeln, die man halt danach erst bekommen hat. Ich habe jetzt noch einen 100er Metagross entwickelt, den hatte ich erst danach bekommen. Und noch ein paar Starter, Despotar, extra Staub nimmt man natürlich immer gerne mit. Und an sich war es das eigentlich auch schon. Ich meine, klar, es gibt Leute, die zocken halt einfach alle 18 Stunden durch, 9x9, oder? Waren es 9? 12, 24 Stunden. Von 9 Uhr in der Früh bis 21 Uhr, also 12. Also jeden Tag 12, 24 Stunden.
durchzocken und dann sich darüber freuen, wie viele Shiny man da gefangen hat oder so. Nicht mehr mein Stil, aber die 6 Stunden nehme ich auf jeden Fall gerne mit für die extra Boni. Schreibt in die Kommentare, wie es bei euch so lief, was habt ihr euch alles so gegönnt, wie viele Shinies habt ihr bekommen. Und ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon Serious Business.